Wir haben es geschafft, es ist fast Wochenende, aber trotzdem habe ich folgende News für euch. Wir starten mit einer tatsächlich überraschenden Nachricht, denn Sony wird auf der E3 2019 nicht dabei sein. Es wird weder eine PK geben, noch werden sie einen Stand auf der Messe haben, was ziemlich krass ist, weil sie die letzten Jahre immer relativ viel Fläche gemietet haben und natürlich die Pressekonferenz auch bei vielen zu den absoluten Highlights zählte. Das ist natürlich jetzt eine ganz schöne Überraschung für viele und die Gerüchteküche brüllt natürlich jetzt. Jason Schreier von Kotaku zum Beispiel meint, dass er in irgendwelchen internen Gesprächen schon mal darüber gesprochen hat, dass die PlayStation 5 wahrscheinlich erst 2020 erscheinen wird und sie deswegen nächstes Jahr einfach nichts Wichtiges zu zeigen hätten. Und bei Reddit gibt es einen Leaker, der behauptet, dass die PlayStation 5 schon 2019, Mitte des Jahres, auf einem kleinen Mini-Event vorgestellt wird. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr meint, was passiert. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor ganz schön überrascht. Es ist soweit, Telltale Games schließt offiziell ihre Pforten. Das Einzige, was da gerade noch passiert, ist, dass versucht wird, alte Assets und Quellcodes und so weiter zu verkaufen, um vielleicht einen Teil der Schulden damit zu begleichen. Und es sind auch schon erste Spiele aus dem Steam Store verschwunden. Und zwar Tales from Monkey Island, Zurück in die Zukunft und Jurassic Park The Game. Sie können zwar immer noch runtergeladen werden, aber sie sind wohl nicht mehr im Store. Heute soll außerdem das durchgeknallte Action-Adventure Sunset Overdrive auch für Windows 10 erscheinen. Das Ganze war ja Xbox One exklusiv und hat bei uns mit 85% auch eine sehr gute Wertung erhalten. Bisher habe ich im Steam Store noch nichts gesehen. Vielleicht kommt es ja heute Abend. Man darf weiter gespannt sein. Laut Entwicklern soll es aber heute erscheinen. Was heute auch erscheint, ist Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Da könnt ihr gerne auch vor Players vorbeischauen und euch meinen Test, auch den Hardware-Test, den Einsteiger-Guide und so weiter mal angucken. Gleich kommt auch noch der Videotest hier auf YouTube und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.